So, wo bist du? Gut, dann gehen wir mal, ne? Jo. Ich hole mal die Cutscenes, der geht ein bisschen schneller. Die Tür ist hängen geblieben beim Starten. Die ist einfach im Raum stehen geblieben. Das hast du drin, oder? Ja, das ist schon in der Aufnahme. Oh, geil. Hallo und herzlich willkommen zurück zum... Ich habe den Spielnamen vergessen. Nein, natürlich zu Star Wars VO Republic. Auf jeden zu Fall. Part 15. Genau, wir sind in Part 15. Und wir haben es jetzt endlich geschafft, das mit den Schiffen klar zu kriegen. Das war am Anfang noch ein bisschen. Ja, ein bisschen tricky. Die letzte Folge war sehr interessant, weil ich auf seinem Schiff war, bevor er überhaupt auf sein Schiff konnte. Ja, ich bin dann schon mal weggeflogen und habe dann hier im Begrüßungskomitee gespielt. Und das Problem an sich war eigentlich, da ich noch kein Schiff habe und eigentlich auch nicht den Planeten verlassen darf, kann ich auch nicht in sein Schiff. Das war genau. Eigentlich so das Grundproblem. Genau, ja, richtig. Ich habe die Mission, ich soll da mit dem Homo. Nix gegen solche Leute. Holoterminal, so sprechen. Also, ja, machen wir vielleicht. Aus Reichweite. Ich nehme an, du bist mit dem Raumschiff zufrieden. Es ist ein herausragendes Schiff. Ich hoffe, es wird dir gute Dienste leisten. Es gibt viel zu tun. Meine Interessen müssen gewahrt und meine Feinde vernichtet werden. Norman Carrs Bemühungen, meine Spione zu entlarven und dem Jedi-Rat die Macht seines Padawans zu beweisen, müssen scheitern. Du wirst voll und ganz in dieser Aufgabe aufgehen. Es ist mir eine Ehre. Die Informationen, die wir von diesem republikanischen Agenten erhalten haben, werden uns leiten. Wir wissen, dass unser Spion auf Nar Shaddaa überwacht wurde. Wir wissen, wo diese Padawan-Schülerin gefunden wurde, wo sie ausgebildet wurde und dass die Jedi jemanden geschickt haben, um meinen Spion auf Balmorra zu entlarven. Der Padawan muss aufgespürt und vernichtet werden. Aber zuerst musst du mein Netzwerk schützen, indem du meine Spione auf Balmorra und Nar Shaddaa zum Schweigen bringst. Betrachtet sie alle als ausgelöscht. Nichts weniger als das wird ausreichen. Meine Kontakte auf Balmorra und Nar Shaddaa werden wissen, was zu tun ist. Deine Aufgaben sind von höchster Bedeutung, mein Schüler. Sei grausam. Sei zornig. Sei tödlich. Na? Was zur Hölle? Warst du dabei? Nein. Weil irgendwie, es hat mich dich unten nicht angezeigt. Hä? Was? Die Cutscene war zu Ende und ihr seid einfach explodiert. Ja, das war irgendwie so speziell ein bisschen. Na gut. Deine Begleiterin ist auch wieder da. Ja, sie ist auch wieder da und will mit mir sprechen eigentlich. Mach das. Ich warte mal. Du kannst ja mal versuchen, vielleicht, ich weiß nicht, ob das geht, auf mich dann Rechtsklick machen. Nein, und dann geht nicht. Geht nicht. Also versuch, ne? Ja. Gut. Wisst ihr, ich war schon als kleines Kind Sklavin, bevor ich freikam. Kommt alles wieder zu einem zurück, was? Du arbeitest für einen Sith, wie alle im Imperium. Aber dein Halsband wurde entfernt. Richtig. Ich weiß den Unterschied wirklich zu schätzen, glaubt mir. Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden geschnappt, als ich klein war. Ich erinnere mich kaum daran. Wir haben in den Minen auf Rylod gearbeitet. Dann wurden wir getrennt. Ich wurde an einen Rodianer verkauft, dann an einen Hutten, dann an irgendein merkwürdiges, dreieugiges Etwas. Ich schätze, deine Herren fanden, dass du mehr Ärger bereitet hast, als du wert warst. Haha, ja, den Titel Sklavin des Jahres wollte mir noch keiner geben. Wie dem auch sei, ich schätze, man weiß, dass man zu viel rumgekommen ist, wenn sich das Schiff eines Sith wie ein Zuhause anfühlt. Es ist unser Zuhause. Und es ist unsere seltsame kleine Gemeinschaft. Ich schätze, ihr habt recht. Passt auf, sonst nenne ich euch noch Paps. Versteckst du dich wieder im Bank? Ich dachte, ich gehe mal wieder an meinen Ort. Ja. Aber explodieren hier die ganze Zeit Dinge.
Das ist eine gute Frage. Nächste Frage, bitte. Werden wir angegriffen? Keine Ahnung, könnte sein. Dann gehen wir doch mal in die Rettungskapsel da hier. Ja. Wir werden ja schließlich angegriffen. Hilfe. Das ist so ein... Hast du so durchgelaufen lassen? Muss mal durchlaufen. Ist wirklich noch spannend. Oh. Rettungskapsel ist momentan nicht verfügbar. Und ja, das... Ich müsste entweder nach Balmora oder Nashradar. Nach Nashradar muss ich auch. Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg nach Nashradar. Die Frage ist, ob ich jetzt in mein Schiff gehen soll und dann auch dahin fliege, weil wir jetzt wahrscheinlich unterschiedliche Cutscenes haben werden. Wir werden es... Wollen Sie es herausfinden? Ups. Weil ansonsten müsste ich wieder irgendwie nach Drum und Kars kommen, um mein Schiff zu betreten. Nee, das musst du nicht. Das folgt dir automatisch, das Schiff. Das ist gut. Das kann ich nicht nett sagen. Okay, dann können wir gerne losfliegen. Gut. Und sonst wäre es ja auch kein Problem. Ich könnte dich ja wieder zurück begleiten. Hyperraumsprung. Wuhu. Und wir sind da. So. Und Katzi? Bist du ja. Wie ich sehe, bist du auf Nashradar gelandet. Dem erbärmlichsten Ort der Galaxis. Ich möchte diesen Ort so schnell wie möglich wieder verlassen. Dann solltest du dich auf deine Aufgabe konzentrieren. Nashradar ist eine Hochburg der Leichtsinnigkeit und Ablenkung. Glücksspiel, Spice, Schwarzhandel und Bandenkriege. Aber du bist hier, um meinen Spion Agent Delocorn auszuschalten. Eigentlich eine einfache Aufgabe. Aber Delocorn hat jetzt einen mächtigen Verbündeten. Nennt mir seinen Namen, damit ich ihn auf seinen Grabstein schreiben kann. Agent Delocorns neuer Wohltäter ist ein junger Sith-Lord namens Ratari. Er ist ein Emporkömmling, der offen meine Methoden kritisiert. Ratari bevorzugt ein direkteres Vorgehen. Der Rat der Sith hat ihm die Verantwortung der Sith-Belange auf Nashadar übertragen. Das wird sich alles schon bald ändern. Ich werde den Tag feiern, an dem dieses Ärgernis verschwindet. Agent Delocorn kennt viele Details meiner Organisation. Eine solche Informationsquelle kann ich nicht in Rataris Händen dulden. Brenne Ratari nieder. Zerstöre alles, was er sich erarbeitet hat. Und töte Agent Delocorn. Sie werden unglaubliches Leid erfahren. Halidrell Setzen leitet meinen Sklavenhandel auf Nashadar und leistet schon seit Jahren ausgezeichnete Arbeit für mich. Sie erwartet dich und wird dir über Rataris Vorhaben und Interessen berichten. Das ist alles. Jo. Jo. Ich habe meine Mission erhalten. Das ist schön. Ich habe mal auf dem Kommunikationsgerät gewartet. Ach, okay. Ja, kann man mal machen. Ja. Also, wir müssen aussteigen. Das habe ich mir irgendwie gedacht. Bin gespannt, was bei mir jetzt passiert. Ja. Da bin ich auch gespannt. Eigentlich habe ich meine Mission jetzt quasi schon das erste Mal geskippt. Und? Noch sehe ich die Ankunft. Jetzt sehe ich ein Ladebildschirm. Oh, ja. Cool. Irgendwas ist explodiert? Noch nicht. Bei mir schon. Ich so, boom. Warum ladet das so lange? Hallo? Weiß nicht. Hat schon einen Grund, warum ich das Spiel auf eine SSD geschoben habe. So, ich bin draußen. Und du? Doch, eigentlich. Ach, stehe ich vor meinem Schiff? Warte mal. Hangar Sith? Ich stehe vor meinem Schiff. Siehst du? Okay. Du bist dein Schiff nicht los. Ja, wie ist ich versuche mal gerade kurz, auf mein Schiff zu gehen. Mal gucken, ob ich jetzt auch eine Cutscene sehe. Komm, die abdimmen. Abflug sparen wir uns jetzt mal. Wenn ich jetzt eh schon vor meinem Schiff stehe. Ja, guck mal, das Spiel irgendwie realisiert. Oh, der hat die Cutscene noch nicht gesehen. Okay. Jetzt habe ich auch eine Cutscene gesehen.
unglaublich, aber wahr. Das heißt, was zur Hölle? Okay. Wenn wir irgendwas anfliegen, sollten wir das gefälligst in unterschiedlichen Schiffen tun. Ja, für jeden Fall, wenn wir was anfliegen, das missionsrelevant ist. Genau. Aber allgemein, warum eigentlich auch nicht? Dann hört man immer noch was von den Crewmitgliedern oder so, weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf deinem Schiff bin, kriege ich nichts mit. Null. Bin einfach anwesend. Noch kein Mann, noch nicht mal ein Hallo oder ein Tschüss. Er ist irgendwie ein bisschen speziell gemacht. Und niemand, der mir sagt, dass die Antriebe um 0,00008% beschleunigt wurden. Oder so, ich habe mir erlaubt, eure Kabinen zu streichen. In derselben Farbe, aber neu. Ich feiere diesen Roboter so. So. Auf geht's. Ich bin jetzt gleich im Hangar. Gut. Ich bin schon unten, ne? Ja, ich auch. Jetzt gleich. Okay, wo bist du denn? Hier muss ich einfach mal einschreiben, weil auf Drum und Cast war ich nämlich gestern mit meinem Jedi-Charakter auch. Und das hier ist eine Sidequest. Nee, eben nicht. Doch? Nee, du hast jetzt zwei Hauptmissionen. Ja, das ist immer so. Es gibt immer eine Klassenmission auf der Welt und eine Weltenmission. Ich dachte gerade, du wärst drin, so wie ich das verstanden habe. Nein. Nee, eben, wir können die eigentlich auch annehmen, weil das ist immer die Weltenmission. Und ist eigentlich auch, ja, kann man eigentlich mal machen im ersten Durchlauf, finde ich, oder? Ja, oder wie? Ja. Ja, am Gespräch beteiligen. Was willst du von mir, Droide? Vergebt mir die etwas ungewöhnliche Vorstellung. Maru Wiesen, Leiterin für Sondereinsätze des Imperialen Diplomatischen Dienstes. Ich brauche Unterstützung bei der Lösung eines Problems für das Imperium. Eine einfache Aufgabe für eine so erfahrene Gruppe, aber ich möchte, dass die Bewohner dieses Mondes eure Macht erkennen. Die Bewohner haben schon jetzt Angst vor mir. So wie ihr, hoffe ich. Natürlich, ich wollte euch nicht beleidigen. Es ist meine Aufgabe, Verbündete auf Nar Shaddaa zu gewinnen. Huttenclans, Unternehmen, Verbrecher. Doch ein Mann widersetzt sich uns hartnäckig. Ukabi ist der hiesige Anführer der Exchange, einer kriminellen Organisation, die in der ganzen Galaxis operiert und auf Hightech-Verbrechen spezialisiert ist. Ukabi und die Exchange weigern sich, uns beizutreten. Was will das Imperium von diesen Verbrechern? Die Exchange gibt mehr Geld für Spione, Hacker und Wissenschaftler aus als die meisten Regierungen. Wenn sie jemanden nicht kaufen können, wird er entführt. Wir hätten sie als gute Verbündete gebrauchen können, aber Ukabi setzt meine Boten unter Drogen und foltert sie. Wir müssen ein Exempel an ihm statuieren. Ungehorsam ist nicht duldbar. Er muss ausgeschaltet werden. Ich will, dass seine Armee dezimiert, seine Waffenverstecke geplündert, seine chemischen Raffinerien zerstört werden. Ich will eine so überwältigende Machtdemonstration, dass niemand auf Nar Shaddaa sich je wieder dem Imperium widersetzt, wenn ihr uns den Gefallen tut. Vielleicht nützt mir das sogar. Die Exchange wird brennen. Die Exchange hat ihre Operationsbasis im korellianischen Sektor der Stadt. Euer Pfad der Zerstörung beginnt dort. Wenn ihr mit der Zerstörung ihrer Einrichtungen fertig seid, findet ihr mich in meinem Kommandoposten. Ich werde das Chaos von meinen Räumlichkeiten aus beobachten. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, guck mal, machen wir keine Klassenmission mehr. Haben wir auch einen Dia-Dialog? Ja, das ist ein Doppeldialog, wie auch immer. Aber komischerweise hat man für beide quasi die Auswahl getroffen. Das fand ich irgendwie sehr verwirrend. Ja, das ist irgendwie speziell und dann hat es irgendwie immer abwechselnd. Ja, das ist noch nicht mal mein Problem, aber ich hätte jetzt so gedacht, einer sagt das und der andere das und nicht beide. Ja. Und dann einer sagt es einfach, ne? Ja, genau. Wodurch? Egal. Raus, ne? Ja. Um es kurz zu sagen, ja.
Damit wir einen. Stimmt, ne? So, Da, hier. Da ist der Transporter hier. Wo ist da? Die Ankunft des Propheten. Wo musst du hin? Hä? Wo musst du hin? Ich muss. Was ist denn jetzt überhaupt unsere. Boah, ich bin. Warte mal, ich muss mal kurz was ausblenden. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Das muss ich jetzt machen. Davon muss ich nach Balmora. So. Ich finde leider das Questbook etwas sehr unübersichtlich. Ich muss zum Taxi der unteren Promenade. Ich müsste zu Taxi in Kolitron, Sektor, was? Promenade. Das ist wo? Wo ist das? Gerade rechts, ne? So halb rechts. Ja, genau. Rechts unten, so. Gut. Ich wünsche Ihnen einen sicheren. Gehen wir es da hin, oder? Jo. Okay. Ja, machen. Das ist aber schön hier. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Coruscant hier. So ein bisschen, ne? So ein. Hat was. Aber in bunter. Mit Werbetafel. Guck mal, da ist die neue Snickers-Werbung. Ach, wir sind schon da. Doch so schnell. Alles klar. Plup. Jo, wodurch? Wir müssen. Dala. Dala? Dala. Schöne Bäume. Ja, schön farbig, ne? Ja. Natur echt. Hervorragende Idee. Dachte ich mir schon. So. Bin das. Okay, scheint schon. Wo müssen wir überhaupt hin? Da lang, das ist schon mal richtig, das ist gut. Das ist gerade so verwirrend, weil ich gestern mit meinen Jedi-Missionen genau hier war. Ja, ist natürlich alles anders. So. Ich muss umkehren oder meinen Transportmittel zurücklassen, ich fliege immer noch damit. Ja, das ist normal. Da ist kurz geruckelt und dann ging's. Ach, guck mal. Hallo, Freunde. Oh, Destris. Lieber grausamer Destris. Und Riley. So schön und intelligent. Ihr wart wie meine eigenen Kinder für mich. Darum schmerzt es mich sehr, das tun zu müssen. Hört mit dem Schauspiel auf, Palladius. Ihr habt euch nie um eure Kinder geschert. Wir brauchen keinen Tyrannen als Vater. Ah, gut gesagt. Wundervolle letzte Worte. Ich habe wirklich nicht weniger erwartet. Darum fällt es mir auch so schwer. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, meine anderen Kinder möchten mit euch spielen. Was? 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 Hä? Wie? Hä? Was? Das habe ich irgendwie nicht ganz so gereift, aber okay. Das wäre mir auch nur unfähig, aber. Das ist irgendwie leicht verwehren. Das ist aber die richtige Mission. Ja, aber wer ist der Typ? Das ist ja deine Mission. Ja, das ist eine hervorragende Frage. Und vor allem. Was? Wen haben wir denn hier? Die Kavallerie? Danke für die Hilfe, aber ich habe alles im Griff. Tagasar Jais in Barks Price War Perin Swase Ikmus Karadida. Ganz ruhig, Destris. Das ist kein Holo, mit dem du da sprichst. Mein Gebieter. Ja, das gefällt mir doch schon besser. Ihr solltet ihrem Beispiel folgen. Aber natürlich. Entschuldigt. Kürzlich war ein Sith hier. Darth Sash. Sie sagte, sie würde jemanden schicken, um uns zu helfen. Seid ihr das? Ja. Palladius hat etwas, das ich brauche. Und wenn ich es kriege, indem ich euch helfe, dann bin ich das. Gut,
Denn die Vorstellung, dass Palladius frei herumläuft, während ich in diesem Rattenloch eingesperrt bin, macht mich krank. Palladius hat sein Imperium auf dem Rücken der Armen aufgebaut. Er versprach ihnen, sie von ihrem erbärmlichen Leben zu befreien. Er sagte, wir würden ein, was war es, ein mächtiges Schwert bauen und damit unsere Feinde vernichten. Alles Lügen. Alles Lügen. Aber wenn ihr die Unterstützung der Armen gewinnt, zieht ihr Palladius den Boden unter den Füßen weg. Ja, finde ich gut. Bis zum Morgengrauen werden mich alle verehren. Gewinnt sie für euch, so wie es Palladius getan hat. Findet die größte, brutalste Bande in dieser Gegend und vernichtet sie. Im Moment sind das die Kraits. Der Name stammt von den Krait-Drachen auf Tatooine. Ihr Anführer Saben glaubt, dass er von einem abstammt. Schaltet Saben aus und die Massen werden euch als Helden verehren. Ist das wirklich eine Lösung? Und wenn eine andere Bande den Platz der Kraits einnimmt? Ihr habt recht. Wenn ihr die Kraits vernichtet, gewinnt ihr zwar Anhänger, aber nur bis eine andere Bande ihren Platz einnimmt. Es gibt aber noch einen anderen Weg. Eine solche, die man die Fäule nennt, hat die Ärmsten der Armen auf Nar Shaddaa befallen. Sie kann aber geheilt werden, und derjenige, der das vollbringt, wird nicht nur ein Held sein, sondern ein Prophet. Das ist doch schon eher nach meinem Geschmack. Prophet? Also das ist eher nach meinem Geschmack. Ich bin froh, dass ihr zustimmt. Das Heilmittel gegen die Fäule gehört einem Unternehmen namens Tidus Neutronics. Ihr müsst es aus ihrem Lagerhaus stehlen und dann verteilen. Okay. Wenn das so ist, werde ich lieber geliebt als gefürchtet. Gut, aber seid vorsichtig. Das Lagerhaus wird schwer bewacht, aber wenn ihr das Heilmittel stehlen und im koreanischen Sektor verteilen könnt, werden euch die unteren Schichten gehören. Okay. Joa. Heißt also, wir werden hier zum King erhoben. Nachdem wir einen Levelaufstieg natürlich hatten. Und, ich bin gerade schon wieder verwirrt, weil mir schon wieder der Ausgang der Dinger nicht angezeigt wird. Dialogausrichtungsgewinn anzeigen. Warum geht dieses schöne, blöde Häkchen immer raus? Gute Frage. Ich wusste nämlich schwierig, dass das eine gute Option ist. Hat einfach schon wieder Glück. Na gut. Ist die Frage, wollen wir uns jetzt schon das Ganze infiltrieren oder machen wir das beim nächsten Mal? Ich denke, das machen wir dann beim nächsten Mal, in der nächsten Folge. Genau. Und ihr kennt das ganze Standardgedöns, schaut bei meinem vorbei und so. Also eigentlich genau. Müssen wir das ja gar nicht mehr sagen, sollte eigentlich schon bekannt sein. Und auch, wie gesagt, wir freuen uns über jeden Kommentar, Verbesserungsvorschläge, ab in die Kommentare. Genau. Habe ich schon mal genau gesagt? Genau. 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 Ja, genau. Absolut. Richtig. Nee, ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Genau. Bye. Bis dahin. Tschüss. X-Split? Plus? Nicht gut. Mein X-Split ist mittendrin abgestürzt. Hey, ich habe eine 4-Sekunden-Folge. Ich habe aber den Ton.